Manche bezeichnen sie als sogenanntes Orchideenfach, für andere ist sie eine Herausforderung. Und einige verbinden mit ihr persönliche Erfahrungen oder sogar Verliebtheit. Finnistik, die Wissenschaft der Sprache, Kultur und Literatur Finnlands. Seit 100 Jahren ist Finnistik Teil des Bildungskatalogs der Greifswalder Universität. Anlass genug, um in der Aula der Hochschule eine festliche Geburtstagsfeier zu veranstalten und für eine kleine Zeitreise. Die Pionierrolle Greifswalds in der Finnlandforschung, die ist einem glücklichen Umstand zu verdanken. Also ursprünglich war das klar, man will nach dem Ersten Weltkrieg oder zum Ende des Ersten Weltkriegs nordische Auslandsstudien etablieren in Deutschland. Und zur Auswahl standen Kiel und Greifswald. Und es war natürlich ein Glück für Greifswald, dass es hier angesiedelt wurde. Natürlich aufgrund des Umstandes, dass Greifswald ja schon sehr, sehr lange Beziehung zum Norden hatte und selbst zum Norden gehörte, nämlich zum Schwedischen Reich. Zudem eben auch über viele Jahrhunderte oder Jahrzehnte hinweg Finnland gehört hat. 1921 wurde dann der erste finnische Lektor für den gesamtdeutschen Bereich ernannt. Ebenso eine Pionierleistung wie die erste Professur für Finnistik in Deutschland, welche 1976 folgte. Aktuell ist die Greifswalder Finnistik der größte philologische, finnlandbezogene Forschungskomplex in Deutschland. Für den wissenschaftlichen Austausch braucht es Netzwerke und Kooperationen. Um diese hat sich vor allem Professor Dr. Kaiser Häckingen verdient gemacht. Im Rahmen der Festivität erhielt sie dafür die Ehrendoktortitelwürde der Philosophischen Fakultät. Olen todella ylpeä tästä kunniatohtorin arvosta ja nimenomaan siitä, että saan sen täältä Greifswaldin yliopistosta, koska meillä on pitkäaikaiset yhteistyösuhteet. Ja sitä paitsi Greifswaldin yliopisto on tavallaan ollut myös Suomen vanhin yliopisto, koska Suomi ja Ruotsi kuuluivat yhteen ja Greifswald on perustettu jo vuonna 1456 ja todellakin siihen aikaan, kun tämä Etupommeri Mecklenburg-alue kuului Ruotsiin, se oli sitten tämän alueen vanhin yliopisto. Um Professor Dr. Häckingen zu würdigen, waren die Rektorin, die finnische Botschafterin und die Lehrstuhlinhaberin für internationale Beziehungen, Professor Dr. Margit Bussmann, sowie der Oberbürgermeister Greifswald und natürlich Studierende am 1. Oktober in der Aula zugegen. Während Frau Häckingen damit die nächste Etappe ihrer wissenschaftlichen Tätigkeiten erklommen hat, stehen andere fast noch am Anfang. Um Finnland im nicht-geografischen Sinne zu erkunden, ist Greifswald der perfekte Standort. Also wir haben sehr viele Sprachkurse, um die Sprache intensiv total schnell zu erlernen. Also im Studium erreichen wir fast schon Stufe B2. Und ja, wir beschäftigen uns mit der Kultur und der Literatur vom Land und ja, haben auch total viele interaktive Sachen, mit denen wir besser an das Land gebunden werden, zum Beispiel den nordischen Klang, wo man kulturell einfach einen Einblick bekommt und Literaturkurse mit Lehrenden aus Finnland und ja, das ist sehr spannend auf jeden Fall. Neben der Liebe zum Land hat die Studierende auch die Liebe im Land gefunden. Mit der manchmal daraus entstehenden universellen Sprache erwächst aus dem Finnistikstudium ein tiefer Einblick in die Lebenswelt der Finnen, was diese zu schätzen wissen. Also wohl fast nirgends in der Welt wird ihnen so dankbar und so freundlich begegnet, wenn sie dort die Finnen eben in ihrer Muttersprache ansprechen. Also das, man bekommt sofort die Anerkennung, man bekommt sofort den Dank für seine Mühen. Ich habe ja gesagt, das Finnische ist nicht schwerer als andere Sprachen, aber es dauert einem am Anfang ein ganz klein wenig länger, bevor man anfangen kann zu plaudern. Man muss erstmal ein bisschen die andersartige Grammatik lernen, aber dann kommt auch der Punkt, wo der Knoten platzt. Und wenn man dann tatsächlich in Finnland ist und sich auf Finnisch dort verständigen kann, dann wird man mit Dankbarkeit überschüttet. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr schöne Motivation, dort am Ball zu bleiben. 100 Jahre Finnistik. Professor Dr. Pantermöller ist bereits ein Drittel dieses Zeitraums an der Fakultät. Linda Henschel betritt diesen oder einen ähnlichen Weg gerade. Beide vereint die persönliche Verbundenheit sowie Leidenschaft für Finnland, dessen Sprache, Kultur und Menschen. Und war die symbolische Bedeutung einer Orchidee nicht ganz ähnlich?
Am 1. Oktober feierte die Universität Greifswald das 100-jährige Bestehen des ersten Lektorats für finnische Sprache und Kultur in Deutschland. Bereits im Jahr 1976 schuf die Universität den ersten deutschen Lehrstuhl für Finnistik. Bis heute gilt die Uni Greifswald landesweit als eines der wichtigsten Zentren für das Studium der finnischen Sprache und Kultur. Beim Festakt zu Gast waren die finnische Botschafterin sowie die renommierte Sprachwissenschaftlerin Professor Dr. Kaisa Heikkinen, welcher im Zuge des Anlasses die Ehrendoktorwürde der Philosophischen Fakultät verliehen wurde. Diese Ehre wurde ihr aufgrund außergewöhnlicher Leistungen im Forschungsfeld Finnistik und einer langjährigen Kooperation mit der Universität Greifswald zuteil.